Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Video geht es heute um die Zucchini, um den Anbau. Hier habe ich den Samen und hier habe ich schon eine kleine Schale fertig gemacht, wo wir gleich den Samen aussehen werden. Und wir machen das Ganze hier im Haus. Also wir ziehen die vor auf der Fensterbank sozusagen. Das macht bitte erst ab Mitte April. Ihr solltet das nicht vorher machen, einfach aus dem Grund, wenn ihr die Pflanze dann auspflanzt nach den Eisheiligen, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ist es so, dass die Pflanze in der Regel schon zu groß ist und sich dann nicht mehr so gut an seinen neuen Standort gewöhnen kann. Von daher erst bitte gegen Mitte April damit anfangen. Und wir werden die jetzt hier in die Schale gleich aussehen und ihr könnt dann natürlich verfolgen, wie sich die Pflanze entwickelt. Ich habe vor, die bei mir auch ins Hochbeet zu pflanzen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, ob ich euch jetzt hier ein Video draus mache oder gegebenenfalls zwei. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall könnt ihr hier in dem Video oder auf meinem YouTube-Kanal die Entwicklung bis zur Ernte weiterverfolgen. Hier könnt ihr jetzt die Kerne von der Zucchini sehen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier drei Stück einzupflanzen. So gute 2 cm sollten die tief. Das mache ich jetzt einmal hier so, dann hier in der Mitte noch. Ich brauche jetzt nicht ganz so viel Zucchini. Jeder weiß, denke ich, wie groß die werden, wie die nachher wuchern. Und am Ende ist man immer nur an Abgeben. Und ich kenne das selber. Man kriegt jedes Jahr von allen möglichen Leuten Zucchinis und teilweise kann man die dann alle gar nicht essen, sodass man die hinterher wegschmeißt. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aus dem Grund mache ich jetzt nur 3. Das reicht für unseren Bedarf einfach aus. Sind jetzt eingepflanzt. Eine gute Woche sollte es ungefähr dauern, bis sie keimen. Und jetzt gießen wir die einmal an. Ich mache das grundsätzlich immer hier mit so einer Sprühflasche. Und beim Zucchini jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber bei anderen Sachen, wenn man die aussieht, dann kann man den Strahl halt auch noch so ein bisschen feiner machen. Und dann werden die Kerne, wenn man sie dann ausgesät hat, nicht weggespült. Bei der Zucchini habt ihr gerade gesehen, der Kern ist etwas größer. Da ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt das Erdreich auch feucht halten, warm halten auch. Sollte nicht zu kalt sein. Am besten irgendwo ein Fensterbrett, wo es auch hell steht. Und eine gute Woche sollte das dauern, dann ist unsere Zucchini ausgekeimt. Ihr werdet, wie gesagt, den weiteren Verlauf jetzt hier natürlich auch im Video sehen. Hier kommt jetzt mal das nächste Update zur Zucchini. Ihr habt ja eigentlich noch gar nicht gesehen, wie sie gekeimt hat oder entwickelt hat. Ich meine, ich hatte das sogar aufgenommen, aber ich habe die Videodatei jetzt nicht mehr wiedergefunden. Deshalb steigen wir jetzt schon bei einer etwas weiteren Entwicklung ein. So sieht die Pflanze jetzt nach knappen 3 Wochen aus. Jetzt dauert es auch nicht mehr ganz so lange, dann wird es rausgehen ins Hochbeet mit der Zucchini. Das ist also der aktuelle Stand. Und tagsüber habe ich sie schon mal draußen. Ihr könnt es sehen mit vielen anderen Sachen, die ich jetzt hier auch noch vorziehe. Abends, wenn es zu kalt wird, kann ich die immer noch mal reinholen, weil ich das hier auf so eine Kiste gestellt habe. Da bin ich einfach sicher. Ich warte ab bis Mitte Mai, bis ich es rauspflanze, bis es wirklich warm genug ist und auch kein Frost mehr zu erwarten ist. Den weiteren Verlauf seht ihr natürlich wie gehabt in meinem Video. Hier bekommt ihr jetzt das nächste Update. Ja, die Eisheiligen sind vorbei. Es ist jetzt kein Nachtfrost oder Allgemeinfrost mehr zu erwarten. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, die Zucchini, wie ihr sehen könnt, hier auszupflanzen ins Hochbeet. Das ist also das nächste Update. Ich habe jetzt hier auch eine Rankhilfe verwendet, wo sich die Zucchinis dann etwas hochranken können, wo ich sie so ein bisschen ableite, damit sie sich auch nicht zu sehr hier ins Hochbeet verteilen. Einfach aus dem Grund, weil auch der Platz hier einigermaßen eingeschränkt ist. Normalerweise ist ein Pflanzabstand von 80 cm bis 1 Meter auf jeden Fall erforderlich bei der Zucchini. Einfach damit zum Beispiel kein Mehltau entstehen kann, wenn zum Beispiel die Blätter feucht sind, sollten sie auch schnell genug abtrocknen können. Und da ist ein Pflanzabstand von 80 cm bis 1 Meter enorm wichtig. Das ist jetzt also der Schritt zum Auspflanzen. Und ja, den weiteren Verlauf bis zur Ernte werdet ihr jetzt natürlich hier dann auch in meinem Video weiter sehen. Hier gibt es das nächste Update zu unseren Zucchinis und hier könnt ihr sehen, die erste Zucchini, wenn auch noch sehr klein, hat sich schon gebildet. Ja, so sieht es aus. Wir sind jetzt gute 2 Wochen nach dem Auspflanzen und den weiteren Verlauf der Pflanze seht ihr natürlich hier wie gehabt im Video. Hier gibt es das Update zur Zucchini und ihr könnt sehen, die ist wahnsinnig gewachsen. Ja, reicht gerade so noch aus. Der Abstand zwischen den Pflanzen. Und jetzt könnt ihr hier auch mal sehen, Leute, guckt mal, die Zucchini, die sieht schon relativ gut aus. Jeder kennt ja diese übergroßen Zucchinis, die man ja fast, wo man sich fragt, wer soll die essen. Hier ist auch schon eine, die ganz gut aussieht. Da würde ich jetzt gar nicht mehr zu lange mit warten.
bis man die tatsächlich schon aberntet, weil diese mega großen Zucchinis finde ich persönlich immer nicht so toll. Ich habe sie ganz gern so auf die klassische Supermarktgröße und soweit sind wir fast schon. So sieht es also aus. Übrigens seit dem letzten Update, wo ich das letzte Mal hier die Entwicklung der Pflanze gefilmt habe, hier könnt ihr übrigens auch schon das Zucchini sehen, seit dem letzten Mal filmen sind 2,5 Wochen vergangen. Jetzt sind doch nur 3 Tage vergangen und jetzt entscheide ich mich doch dazu, die Zucchini schon zu ernten, weil mir die sonst zu groß wird. Ich hatte euch ja gesagt, ich will nicht so eine mega großen Zucchinis haben, sondern so die klassische Supermarktgröße sollte sie haben. Und da ist die hier schon relativ groß. Ich schneide die jetzt einfach mal ab und dann schauen wir uns die mal an. Das ist jetzt die erste Zucchini, die ich hier von der Pflanze einmal abernte. Und weitere wachsen hier hinten noch. Da an der Ecke ist auch noch eine, die ich wahrscheinlich auch schon morgen oder übermorgen abernten kann. Also das geht jetzt rasend schnell. Und viele kleinere kommen hier überall noch nach. Also in den nächsten Tagen haben wir ordentlich Zucchini auf dem Teller. Nicht schlimm, ist ja gesund. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch hier zum Ende des Projektes. Von der Aussaat bis zur Ernte der Zucchini. Ja, wie gerade gesagt, dann kommen wir hiermit zum Ende des Projektes. Angefangen haben wir Mitte April, wo wir das vorkultiviert haben auf der Fensterbank. Das hattet ihr am Anfang des Videos gesehen. Heute haben wir den 25. Juni und die erste Zucchini ist geerntet. Und die nächsten, habe ich euch auch gerade gezeigt, kommen wir jetzt in den nächsten Tagen. Es ist einfach jetzt auch so warm geworden, dass das rasend schnell geht. Wenn man da noch ausreichend gießt, kann man im Prinzip nicht mehr viel falsch machen. Gedüngt habe ich auch mit Brennnesseljauche. Die Zucchini, das hat er auch sehr gut vertragen. Zwischendurch hatte ich einmal Schwierigkeiten mit Mehltau. Das hatte ich euch in einem anderen Video gezeigt. Da hatte ich das im Mischverhältnis mit Milch 1:10 erfolgreich behandelt. Hier sind ein paar Spuren von der eingetrockneten Milch, kann man noch sehen, aber der Mehltau ist nicht wiedergekommen. Blätter, die jetzt zu dolle betroffen waren, hatte ich auch von der Pflanze dann entfernt. Und das Problem ist damit, denke ich, dann auch gelöst worden. Ja, so ist es also von der Aussaat bis zur Ernte, die Zucchini. Hier ist die erste Ernte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!